Willkommen zusammen zum Rapid Transit DLC für Train Sim World, der ersten deutschen Strecke für den Train Simulator, der ja noch relativ neu ist. Willkommen am südlichen Ende der S-Bahn-Linie S2 Markkleeberg-Gaschwitz. Sie werden heute einen Zug von hier bis nach Leipzig-Messe fahren. Okay, das ist unser Zug, ein Talent 2, der hier auf dieser S-Bahn-Linie auch in der Realität eingesetzt wird. Sieht von außen, wenn ich das mal direkt so auf den ersten Blick beurteilen soll, auf jeden Fall sehr schick aus und hat hier auch in der Mitte im Mittelwagen eben diese zwei Einstiege. Wir werden uns den gleich auch nochmal genauer von innen anschauen, aber jetzt werden wir erstmal unsere Arbeit als Lokführer aufnehmen, die Stufen hinaufsteigen, die Tür schließen, uns hinsetzen und die Türen entriegeln. Das ist unsere erste Aufgabe, das machen wir direkt mal. Links entriegeln. So, und jetzt können die Leute ein- und aussteigen und diese Zeit nutzen wir direkt mal. Oh, hier können wir auch einiges einstellen. Räumfahrt, Abstelldienst, das leider nicht. SIFA-Trennschalter isoliert. PZB-Überbrückung aus. Trennschalter isoliert. Batterie, genau. Das muss man auch in einem Tutorial machen. Und was da am Dashboard alles ist, das gucken wir gleich nochmal. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns erstmal den Innenraum an. Die typische DB... dieses typische DB-Polster ist hier auch auf den Stühlen. Das kennt man ja. Dann hier grüne Türen. Was ist hier? Vermutlich die Kinderecke oder sowas, ne? Das ist ein bisschen andere Bestuhlung. Oh, hier ist aber eng. Also wer hier ein bisschen beleibter ist, der kommt hier nicht so gut durch. In die Toilette können wir leider nicht reingehen. Aber gut. Ja, ihr seht es auch hier wieder grafisch, das schon sehr, sehr anspruchsvoll. Wie gut sich das fährt, das werden wir gleich noch rausfinden. Den großen Test wird aber dann später der Zengis machen, der das dann nochmal ja, mit der Realität ein bisschen vergleicht. Und sicherlich auch auf euer Feedback eingehen wird. Denn mich interessiert wahnsinnig brennend, wie euch dieses DLC gefällt und vor allen Dingen an diejenigen, die in der Nähe wohnen oder diesen Zug hier öfters mal benutzen, auch die Frage, wie gut ist die Strecke umgesetzt? Wie realistisch ist die Strecke umgesetzt? Das würde mich auch sehr interessieren. Also schreibt das gerne in die Kommentare. So, jetzt müssen wir noch bis 15.30 Uhr warten. Übrigens, die ganzen Anzeigen können wir auch deaktivieren. Das können wir vielleicht später mal machen. Dann hat man nicht so ganz viel, was hier im Bild in Anführungszeichen stört. Ach, was, genau, wir können das direkt hier so ausmachen. Ja, das ist direkt ausgestellt. So, jetzt sollen wir die Zugtüren verriegeln. Was haben wir hier noch? Dimmer Kabinenbeleuchtung. Das können wir direkt mal. Ah, hier ein bisschen dunkler gefällt es mir auch ganz gut. Ja, und da würde ich sagen, Markkleeberg Großstetteln. Erreichen wir um 15.33 Uhr. Ah, was wir vorher, bevor ich hier irgendwas mache, müssen wir, glaube ich, noch den Richtungswender einstellen. Ja. Vorwärts. Hauptschalter ist ein. Die Bremse ist gelöst. Ja, dann können wir im Prinzip schon starten. So fährt der Zug. Ich glaube, es ist auch die erste Strecke, wo man mit Stromabnehmer fährt. In Train Sim World. Ich glaube, in den letzten beiden DLCs fuhr man immer nur Dieseltriebwagen. Es wurde auch sehr kontrovers wieder im Vorhinein diskutiert, weil der Preis relativ hoch ist, das muss man vielleicht auch sagen. Ich glaube, wenn man es jetzt nach dem Release kauft, dann könnte es sein, dass es bei GamesPlanet relativ günstig ist. Gemessen an dem Steam-Preis und dem Box-Preis. Also es wird sicherlich auch eine Box erscheinen. Müsst ihr einfach mal herausfinden, also könnte ich mir aber vorstellen. Trotzdem ist es relativ teuer und es kommt eben nur ein Zug mit. Dafür eben auch diese Strecke. Ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das kaufen würdet oder eben nicht. Bin ich mal gespannt. So, ein bisschen schneller dürfen wir. Ist halt jetzt hier zumindest auf unserer Anzeige in Meilen angegeben. Aber hier vorne ist das
schon in km/h angegeben. Das heißt, wir fahren jetzt gerade mit 19 aus dem Bahnhofsbereich raus und können jetzt, denke ich, gleich, ja, jetzt können wir schon ein bisschen beschleunigen. Ja. Genau. Ja, ich habe mir ein paar Sachen durchgelesen. Oh. Hoppala, das ist ein bisschen viel. Ich habe mir ein paar Sachen durchgelesen zu der Strecke und es ist ganz interessant, es verkehrten wohl zeitweise Doppelstockwagen auf dieser Strecke, also kurz bevor die Talentzüge geliefert wurden, die Talent-2-Züge, verkehrten wohl Doppelstockwagen auf dieser Strecke. Fand ich ganz interessant, weil die auch durch den Citytunnel dann mussten und ja, ich habe das auf einer S-Bahn-Strecke noch nicht gesehen, dass da Doppelstockwagen verkehrten, aber war halt dann irgendwie so eine Übergangslösung und jetzt sind eben die Talent-2-Züge da drauf. Ich glaube, diese S2, die fährt mal nach Lutherstadt und mal, das habe ich eben noch gelesen, aber wieder vergessen, aber auf jeden Fall gibt es zwei Linienwege, also es spaltet sich dann irgendwann. So, wie wir gerade fahren, sollte man eigentlich nicht fahren, glaube ich. Bisschen vorsichtig. So, und dann werden wir jetzt gleich Markkleeberg Großstädteln erreichen. Vielleicht mit ein bisschen Verspätung. So. Und hier sollen wir offensichtlich anhalten. So, dann entriegeln wir mal links die Türen. Man hat natürlich auch bei der S-Bahn ein bisschen mehr zu tun, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich muss auch sagen, im Train Simulator bin ich eher der Personenzug-Fan als der Güterzug-Fan, aber ich glaube, das ist bei jedem ein bisschen anders. Ja. Weil man da eben mehr machen kann. So, dann können die Fahrgäste kurz einsteigen. Da steigt aber leider gar keiner ein. Ist ja sehr nett von uns, dass wir so weit hinten angehalten haben, ne? Es gibt manchmal Zugfahrer, die fahren einfach bis ganz durch. Bis ganz vorne. Ja, die werden sicherlich die Gründe dafür haben. Aber da muss man rennen. So, verriegeln wir links. Gehen hier wieder in unseren Führerstand und fahren los. Nach Markkleeberg. Ich kann das HUD mal wieder ausblenden. Also finde ich schon, also grafisch bin ich ja immer total überzeugt von dem Spiel, ne? Aber ihr habt auch gesagt, PZB und so, dass die ganzen Zugsicherungssysteme, das ist halt ein bisschen, ja. Das Problem ist, glaube ich, bei Train Sim World aktuell noch, dass, dass es keine Drittanbieter, also Third-Party-Entwickler gibt. Beim Train Simulator ist da ja ein riesiges Ding draus geworden, ein riesiger Markt und da gibt es ganz, ganz viele Hersteller, die eben Add-ons entwickeln, unabhängig. Und das ist sicherlich auch sehr, sehr cool, aber bei Train Sim World gibt es das eben nicht. Und diese Third-Party-Entwickler, die machen das halt, machen halt auch sehr spezielle Skripte. Ihr kennt das ja, diese Expert-Line oder, ja, muss ich euch nicht erklären, wisst ihr ja selber. Also die ganzen professionellen Anwendungen oder professionelleren Anwendungen gibt es da auf jeden Fall. Und das fehlt Train Sim World aktuell noch so ein bisschen. Deswegen hoffe ich, dass irgendwann mal die Modding-Tools oder wie man das dann nennen will, veröffentlicht werden. Um dann eben auch anderen Entwicklern Zugang zum Spiel zu geben und die entsprechend Add-ons dafür entwickeln zu lassen. Weil ich kann verstehen, dass Dovetail Games sich irgendwie auch auf andere Sachen konzentrieren muss und so. Und dass die nicht alles so super realistisch haben wollen. Aber ich glaube, viele Zugsimulationsspieler wollen das sehr, sehr realistisch haben. Und ja, deswegen fehlt das aktuell noch so ein bisschen. Aber ich denke, das wird auch kommen. Ich meine, die werden sich dann auch wieder erstmal in die Engine einarbeiten müssen. Ich glaube, ich fahre ein bisschen wie eine Oma, ne?
sollte nicht so viel labern. Die werden sich auch wieder erstmal in die Engine einarbeiten müssen und dann wird es auch wieder ein bisschen dauern. Aber irgendwann wird es sicherlich kommen. So, da fahren wir mal ganz geschmeidig mit 30 hier in den Bahnhof ein. Und da steht auch gerade ein Kollege mit seinem Talent. So, dann entriegeln wir die Türen, links entriegeln. Ja. Ja, also optisch finde ich das schon schick. Ich glaube, ich habe alles auf Hoch bzw. Ultra. Und ihr seht, ich habe auch keine Performance-Probleme. Die letzten DLCs haben aber gezeigt, das ist nicht selbstverständlich. Also, es gibt da durchaus, es kommt immer sehr aufs System an. Es gibt da schon bei einigen auf den Rechnern Performance-Probleme. Deswegen checkt unbedingt vorher die Mindestanforderungen. Checkt, ob ihr die erfüllt oder eben nicht. Die Trittstufen wirken irgendwie so ein bisschen, ja, nutzlos, würde ich fast sagen. Wir haben gar nicht hier geschildert, hier vorne, ne? Wie machen wir das? Können wir das überhaupt machen? Gelöst. Ja, gelöst. Nee. Da müssen wir nochmal schauen. Das geht bestimmt auch irgendwie. Das würde ich schon erwarten, dass es geht. So. Weiter geht's. Das ist sicherlich auch so ein Ballungsraum da um Leipzig herum, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass das sehr, sehr hoch frequentiert ist, ne? Wie gesagt, ich habe mir die Strecke nie angeschaut. Ich kenne die nicht. Also nie vor Ort angeschaut. Ich habe mir das nur in Videos, Bildern und Artikeln durchgelesen. Was es da so für Diskussionen gab und auch was da vielleicht so zu Problemen führte. Und dass dieser City-Tunnel gebaut wurde und so. Das habe ich mir alles durchgelesen. Fand ich auch ganz interessant. Irgendeine Haltestelle heißt, glaube ich, auch MDR. Aber wir sind noch sehr, sehr schnell. Hoppala. Ah, passt aber noch. Sorry, ich habe mich verschätzt. Das war nicht so schön. Ja, müssen. Das ist genau der Bahnfahrer, der Zug. Der Lokführer, den ich meinte, ne? Der ein bisschen weiter durchfährt. Aber gut. So. Hey, ich freue mich auf jeden Fall aufs Stadtgebiet. Sehen wir das eigentlich hier auf Escape oder? Nee. Nee, wir sehen es nicht auf Escape. Ich weiß nicht, wo man hier den Fahrplan einschaltet. Da haben wir den hier irgendwo drauf geworfen? Nee. Fahrplan gültig. Naja, gut. Verriegeln wir die Türen und starten wieder. Ist natürlich, man hält sehr oft bei S-Bahn-Linie, ist ja klar, und fährt dann auch sehr, sehr schnell wieder. Ich habe letztens noch gelesen, am stromsparendsten soll es sein, wenn man am Anfang ganz viel Gas gibt und dann nicht mehr so viel. Ah ja, das habe ich nicht gelesen. Also das habe ich schon gelesen, aber das habe ich im Deutsche Bahn Zugsimulator erfahren. Den habe ich letztens entdeckt und musste ich mal ausprobieren. So irgendwie so ein Online-Spiel quasi. Habe ich aber irgendwie nicht geschafft. Ich weiß nicht, war ich glaube ich irgendwie zu dumm für. Es ging dann irgendwann einfach nicht mehr weiter. Obwohl ich meine, alles richtig gemacht zu haben. So. Grünes Signal passiert. Also, das ist jetzt das erste Szenario. Da passiert jetzt noch nicht so viel.
üblicherweise ist es ja so, dass mit jedem Szenario irgendwelche Herausforderungen kommen. Im ersten sind davon nicht so viele zu sehen, aber irgendwann trifft man eben dann auf Herausforderungen, sei es irgendwie, dass ein Zug liegen geblieben ist und man irgendwie an einem Signal warten muss oder Rangierarbeiten durchführen muss oder Triebwagen zusammenkuppeln muss oder so. Sowas gibt es ja dann immer. Ich habe mir jetzt noch nicht angeschaut, was hier für Szenarien kommen, aber ich bin mir sicher, dass es auch hier so sein wird, dass die dann später ein bisschen anspruchsvoller sein werden und eben nicht überall grün sein wird. Wobei man auch ja hier nicht so schnell ist, ne? Also bei Schnellzügen ist das ja eigentlich nur interessant. Eigentlich können wir jetzt echt mal ohne dieses Ding hier fahren. Stört mich in der Optik. Boah, wie ein Gott angehalten hier. So, dann machen wir mal links entriegeln. Sind wir noch in der Zeit? Das stört mich jetzt ein bisschen, dass man es nicht genau angezeigt bekommt. Müssen wir doch wieder schauen. Müssen die Fahrgäste alle einsteigen lassen. So, aber ich würde sagen, wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Also optisch finde ich es auf jeden Fall überzeugend. Ich bin aber auch gespannt auf euer Feedback. Genau. Verzeiht mir, dass ich nicht ganz so viel über die Bahn weiß, aber das wird der Zengis dann alles wieder wettmachen, wenn er hier die nächsten Szenarien spielen wird. Also, bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss und danke euch fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne auch ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!